So wirst du mit dem Samplen von alten Liedern reich. Schritt 1. Statt in Aktien oder Immobilien zu investieren, bist du kreativ und kaufst dir Anteile von Musikrechten. Schritt 2. Sacke jedes Mal Kohle ein, wenn deine Musik gestreamt oder im Radio gespielt wird. Schritt 3. Erhöhe die Anzahl der Streams, indem du die Leute daran erinnerst, dass die Lieder, an denen du Rechte hast, früher mal ganz cool waren. Schritt 4. Leg den Künstlern, auf die du Zugriff hast, aktiv nahe, dass sie ein paar deiner alten Songs samplen sollen. Rein hypothetisch natürlich nur.